Willkommen bei Malida und zu einer weiteren Folge Dead by Daylight. So, und zwar mit meinem Erklärbär-Ace hier auf Springwood. Und anhand der Auren, die ihr jetzt schon sehen könnt, wisst ihr oder könnt, kann man schon sehen, ich habe Gelegenheit Nutzen bei. Das ist der linke Perk, der grüne. Und ja, der zeigt einfach nur alle Übersprünge und Paletten in einem Radius von 20 Metern an. Also zeigt er uns die Auren. Und, ach nee, den braunen Koffer kann er behalten, der Entitus. Nee, zeigt einfach nur die Auren an. Sagt auch schon der Name des Perks, Gelegenheit nutzen. Ist ein guter Perk für Anfänger von Dead by Daylight. Oder auch welche, die mit manchen Maps zum Beispiel noch nicht so vertraut sind. Weil man dann halt einfach sehen kann, okay, wo kann ich den Killer jetzt zum Beispiel eine Palette von Latz hauen. Oh, sie ist hier. Aber der Killer ist nicht mitgekommen, oder? Jetzt ganz gentlemanlike werden wir jetzt hier erstmal kurz helfen. Aber ich weiß auch nicht, wer der Killer ist und ich habe auch noch nichts gehört. Okay, ja, kommst mit? Ja, sie kommen mit zum Generator. So. Also wie gesagt, mit diesem Perk könnt ihr sehen, aha, da sind Paletten, da kann ich dem Killer eine Palette vom Latz hauen. Und wenn ihr das gemacht habt, während einer Jagd über ein... Oh, jetzt kommt er. Während einer Jagd irgendwo drüber springt oder halt eine Palette umwerft, dann ist Gelegenheit Nutzen auf Abklingzeit. Und ich glaube, Wasser, jetzt muss ich aus dem Kopf nochmal holen. Oh nein. Ach, es ist Legion. So. Okay. So, ihr hattet gesehen, ich habe die Palette umgeworfen, aber er hatte mich ja noch nicht gesehen. Also, wir befanden uns nicht, also, ich befand mich nicht in der Jagd mit ihm. Deswegen ist Gelegenheit Nutzen immer noch aktiv. So, jetzt muss ich mal gucken. Ich hoffe aber, dass er mich jetzt verloren hat. So, und wenn er uns jagen würde und wir würden dann die Palette umschmeißen, dann würde halt, dann würden die Auren wieder ausgeblendet sein. Für, bei mir waren es glaube ich 20 Sekunden. Ich weiß nicht, ob es Perk so stufenabhängig ist, diese Abklingzeit. Auf jeden Fall seht ihr sie dann für 20 Sekunden lang nicht. Und erst danach wieder. Oh, sie haut ab. Ja, er kommt wieder runter hier. So, und ihr seht jetzt auch den rechten Perk, den ich mit habe. Das ist Observierung. Und da steht ja auch schon eine 4. Ne? Das bedeutet, also Observierung ist eigentlich nur, wenn ich im Killerradius drin bin. Und zwar bei meiner Stufe. Ich weiß jetzt nicht immer genau, ob das immer stufenabhängig ist oder nicht. Auf jeden Fall mit meinem Perk in Lila kriege ich für alle 15 Sekunden, in denen ich mich im Terrorradius befinde, unerkannt. Also nur unerkannt. Das heißt, stealth-mäßig irgendwie irgendwo hintergehockt. Ich gehe mal besser hier in den Schrank. Ja, die Legion schlägt hier um sich. Na? Auf jeden Fall für alle 15 Sekunden. Dazu zählt auch, wenn ihr im Schrank seid. Nur bei mir zählt jetzt nichts mehr, weil ich habe schon 4 Zeichen. Das ist bei mir Maximum. Und wie gesagt, für alle 15 Sekunden, die ihr unerkannt im Terrorradius seid, jetzt machen wir den hier einmal fertig, kriegt ihr halt so ein Token da drauf. Also eine 1, 2, 3, 4. Und er kommt nicht runter, oder? Doch, er kommt runter. Nein! Jetzt dachte ich, ach mein Gott, warum geht der denn da runter zum Generator? Der war doch schon längst fertig und nicht erst seit ein paar Sekunden. Egal, auf jeden Fall Observierung. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, obwohl ich erzähle besser gleich. Bei einer Jagd ist das eher kontraproduktiv. Ach. Aber ihr fragt euch jetzt bestimmt, für die, die den Perk auf jeden Fall nicht kennen, 4? Ja, wofür sind jetzt die 4 Zeichen, die wir da drauf haben, die 4 Token? Das bedeutet einfach nur, dass ihr, während ihr, also wenn ihr jetzt zum Beispiel einen
anderen Survivor heilt oder ihr macht einen Generator. Also alles, wo halt ein Skillcheck kommen kann. Dann, wenn ihr den Skillcheck normal trifft, also nicht großartig, dann wird der automatisch viermal jetzt dann ein großartiger. Das heißt, ihr könnt jetzt eigentlich vier normale Skillchecks anklickern und kriegt dafür aber großartige. Das war, der Perk war vor allen Dingen sehr gut, als es noch Ruinen gab, in seiner ursprünglichen Form. Boah, ich hoffe, ich werde noch im ersten Status geholt, ey. Also wie gesagt, als es noch Ruinen gab in seiner ursprünglichen Form, ne, wie gesagt, mit diesen roten Skillchecks und so weiter, da gab es ja einen Rückschritt, wenn wir jetzt nicht, was ist ein Rückschritt? Da gab es ja diese roten Dinger und da gab es Rückschritt bei dem Generator, wenn man da irgendwie nicht gut getroffen hat. Und da war es halt gut. Ne? Da konntet ihr den normalen Skillcheck treffen, hatte trotzdem großartig, also keinen Rückschritt. Und ihr konntet den dann durchziehen. Oh, ich dachte erst, kommt der hier. Er kommt wieder hierher. Dann lass uns hier das mal durchziehen. Oh, da hinten ist er. So, wie gesagt, das ist Observierung. Ihr seht jetzt hier, ich treffe nicht großartig, aber ich mache hier trotzdem großartige. Und ich verbrauche von den vier. Jetzt habe ich nur noch zwei Token. Und ihr seht jetzt gerade, der Zähler zählt, weil ich unentdeckt hier im Killer-Radius bin. Also im Terrorradius. Jetzt habe ich schon wieder drei. Ach, ich dachte, vielleicht wird er hier durch die Palette gehen. Okay. Ja, wie gesagt, jetzt hat er noch eingeschlagen. Der dritte Perk, den ich bei habe, ist Flink. Den hatte ich in den letzten Videos schon öfter mal mit. Wie gesagt, ich blende auch alle Perks immer ein. Manchmal auch ein bisschen später, manchmal ein bisschen früher. Kommt immer darauf an, wie es halt gut reinpasst in die Runde oder in dem, was hier gerade passiert. Soll ich? Ich habe erst überlegt, vielleicht doch erst den Generator durchzuziehen. Ja, komm. So, und jetzt müsste ich... Zack, ich habe normal getroffen, ist trotzdem großartig. So, und es, wie gesagt, ist, hat auch einen so einen Token verbraucht. Ne? Also wie gesagt, es gibt euch dann halt einfach nur großartige Skillchecks. Ne? Jetzt müsst ihr euch dann für euch selbst entscheiden, ob es halt von Nutzen ist oder nicht. Als es noch Ruin, wie gesagt, habe ich ja gerade schon erklärt, in seiner Ursprungsform noch gab, da hätte ich gesagt, ja, ist ein guter Perk, nehmt den mit. Wenn ihr noch nicht so sicher seid, das hilft euch bei Ruin. Also wollte ich mal kurz was testen. Was ich jetzt gerade nämlich gemacht habe, war, ich dachte, er wird vielleicht einmal von ihr ablassen. Oder hier zu mir kommen. Jetzt habe ich Ablenkung benutzt. Ihr seht, das ist der untere Perk, der ist jetzt wieder grau. Ablenkung bedeutet einfach nur, da muss ich mich auch im Terrorradius befinden. Und zwar, ich glaube, 45 Sekunden lang. Und, also auch unentdeckt. Ne? Das passt also zur Observierung. Und wenn ich diese Sekundenzahl dann im Terrorradius war, darf ich einen Stein schmeißen. als Ablenkung. Und ich glaube, den werfe ich dann in eine Entfernung von, bei meiner Stufe, ich hatte vorhin vor der Runde ja noch geguckt, aber 15 Meter, glaube ich. Also wenn ich den dann so... Ach, schon down. Stimmt, das war sie. Wurde sie jetzt weggetunnelt? Wir brauchen nur noch zwei Generatoren. Egal, auf jeden Fall. Wie gesagt, ihr seht jetzt, ne, Ablenkung, ja, hat wieder ein bisschen angefangen zu zählen. Und wie gesagt, immer wenn ich jetzt im Terrorradius bin, ohne dass er mich sieht oder er mich bemerkt, lädt das weiter auf, 45 Sekunden lang, und dann kann ich einen Stein schmeißen. Und der macht ihn halt, ja, in die Richtung, in die ich werfe, 15 Meter von mir entfernt, sorgt er für ein audio-visuelles Signal für den Killer. Ne? Das heißt, er kriegt dann bestimmt so eine Explosion zu Gesicht und wird dann denken, okay, ja, da ist was, ne? Ist ja quasi so die Definition von Ablenkung. Man lenkt seine... Oh, ach, Kacke. Das war jetzt Mist. Ach, jetzt geht er erst zum Generator. Ihr seht, jetzt zählt es nicht. Er weiß, dass ich da bin.
auch sein. Ja, er jagt mich ja auch. Und das ist jetzt kontraproduktiv, weil er setzt jetzt seine Raserei ein. Jetzt habe ich aber echt die A-Karte. Nein. Nein. Wie gesagt, gegen Legion, ja. Er springt einfach drüber. Aber. So. Wie gesagt, wenn er... Ja, so hat uns ja... Oh Gott, ich kann mich jetzt gerade nicht konzentrieren. Verdammt. Nein! Doch. Oh. Was macht er denn hier? Ich dachte erst mal im Augenblick, das wäre er. Dann dachte ich, nee, kann er ja gar nicht. Der muss ja oben. Ja, dann ist der absichtlich. Und jetzt ist auch noch der Ausgang, auch, also die Generatoren fertig. Oh. Das wirkte jetzt auf mich ein bisschen strange. War das von ihm Absicht oder nicht? Also wenn, dann Hut ab, ne? Also ich hätte ja als Killer damit gerechnet, dass ich rausrenne. Oh, oh. Okay, wie gesagt. Es geht ja jetzt eben mehr ums Erklären. Wie gesagt, aber ich werde jetzt vielleicht... Oh, niemand rennt im Tod hat er auch noch bei. Erstmal irgendwo in Deckung gehen. Ich hoffe nicht, dass er Ruf der Krankenschwester bei hat, weil ich werde mich jetzt gleich heilen. So, wie gesagt, Ablenkung kann ich euch aber auch nur empfehlen. Ihr müsst auf die Situation achten, ne? Also wenn ihr irgendwie... Oh, hier ist auch die Luke. Und sie ist auch hier. Das heißt, sie will auch wissen, dass die Luke hier ist. Oh, oh. So, jetzt ist aber echt geil. Irgendein Tor ist jetzt auf. Ich weiß nicht welches. Ja, gut. Zumindest nicht genau. Oder sagen wir so, ich habe die Richtung vergessen. Ich hätte ja vorhin gucken können, als ich am Haken hing. Oh, da habe ich auch was gesehen. Ich weiß nicht. Ich glaube, jetzt hier links. Jetzt hier. Ich versuche einfach mal. Wie gesagt, bei Ablenkung, das will ich noch schnell sagen, bevor ich jetzt gleich hier drauf gehe. ihr müsst auch immer gucken auf die Situation. Wenn ihr irgendwo, wie ich jetzt, einfach versucht, jetzt dahin zu schmeißen. Ich habe es jetzt einfach mal gemacht, weil... Boah, vielleicht hört er ja drauf. Das wird knapp, oder? Ah, okay. Er war noch nicht ganz so. Shit. Ich hätte nicht gedacht, dass sie jetzt noch rauskommen. Und sie ist durch die Luke jetzt, oder was? Das war für sie. Aber wenn sie da unten jetzt geblieben ist, im Keller... Ich... Ist sie da echt jetzt unten im Keller geblieben? Bei der Luke? Und hat darauf spekuliert, dass ich... Das wäre aber echt fast dann... Weil wenn er mich dann jetzt gerade noch down geschlagen hätte, hätte die Zeit für sie auch nie und nimmer gereicht. Mein Gott. Ja, egal. Also, wie gesagt, Ablenkung, immer auch gucken. Ich glaube nicht, dass der Killer jetzt... Ich habe ja, ihr habt ja gerade gesehen, ich habe ja noch einmal geschmissen. Um ihn vielleicht von dem Ausgang da wegzulocken. Aber der Killer kann sich das auch selbst denken, dass dann da vielleicht nicht wirklich was ist, ne? Also, wenn er weiß, okay, da ist keiner verletzt, da wird, da ist auch kein Generator. Warum explodiert da jetzt was? Ne? Dann wird er da nicht hingehen, ne? Das ist genauso, als wenn man da jetzt irgendwie den Killer locken möchte und weil man immer durch ein Fenster springt oder so, ne? Also Killer, ne? Können ja auch schon das eine oder andere. Okay, ich sag jetzt nichts mehr. Ich hoffe, es hat dir auf jeden Fall gefallen. Ciao, euer Malida. Bis zu den nächsten Videos auf jeden Fall.